5 Gründe gegen die Demos gegen rechts. Wochenende sind wieder viele Kundgebungen gegen die rechtsextremistischen Feinde unserer Demokratie geplant. Guck mal den Maniak an. Der seelenlose Scholz, Bro. Ich finde das richtig und gut. Spätestens das ist das Stichwort, aufzuwachen und zu sagen, oh shit, da stimmt irgendwas nicht. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein Video rein von Grenzgänger Studios. Ich mag die beiden sehr und deswegen gehen wir jetzt auch in das Video rein. Das Video heißt, ich mache da nicht mit, Ausrufezeichen. 5 Gründe gegen die Demos gegen rechts. Grenzgänger Kommentar. So, da bin ich gespannt, was der Bruder hier zu erzählen hat. Ja, ich habe da auch schon ein oder anderen Stories mitbekommen von diesen Demonstrationen gegen rechts und ich bin jetzt ein Typ, ich lasse mich von der AfD nicht um die Finger wickeln und ich lasse mich auch von diesen angeblich gegen rechts Friday for Future JungsInnen nicht um die Finger wickeln, weil ich ganz genau mir dessen bewusst bin, dass beide zur Spaltung beitragen. So, dass beide dazu beitragen, dass wir innerhalb der Gesellschaft in Deutschland nicht wirklich zusammenkommen, weil es immer wieder neue Tools gibt, mit denen sie uns versuchen zu spalten. So. Und das dürfen wir eigentlich als Menschen nicht zulassen, als Bevölkerung. Und wir sollten eigentlich immer miteinander reden und ja, Alter, uns zuhören und uns einfach nicht von dieser ganzen Propaganda, die immer wieder gestreut wird, spalten lassen. So. Weil das trägt dazu bei, dass wir steuerbar sind. So. Das trägt dazu bei, dass wir nicht verstehen, was eigentlich wirklich abgeht im Hintergrund und was eigentlich wirklich der Plan ist. So. Und das dürfen wir eigentlich nicht mit uns machen lassen. Meine Worte vorab auf jeden Fall, wir gehen in die Recherche rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und der Peter geht los, Digi. Let's go. Hallo von den Grenzgänger Studios hier aus Frankfurt. Wo in. Tachchen, mein Jutster, Digga. FFM. Liebe geht raus. In einigen Tagen wieder Proteste losgehen gegen rechts. Und das führt dazu, dass ich mir zum Anlass genommen habe, hier einen kleinen Rant loszulassen. Und zwar möchte ich hier 5 Gründe. Ranted in, man, come on. Weswegen ich jetzt nicht gegen rechts auf die Straßen gehe. Die Enthüllung des Recherchenetzwerks Korrektiv am 10.01.2024 löst medial hohe Wellen aus. Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten. Egal, ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt, ob jung oder alt. Steinmeier, der Maniak, ne? Ob mit oder ohne Migrationsgeschichte. In ganz Deutschland protestieren Menschen heute wieder gegen Rechtsextremismus. Etwa in Dresden, Freiburg und Hannover. Die größte Alleine, dass die so eine Propaganda bekommen von den Mainstream-Medien, sollte einige Leute schon zum Nachdenken anregen. Und diese ganzen Regenbogenflaggen da sollten euch auch zum Nachdenken anregen. Und was euch auch zum Nachdenken anregen sollte, ist, dass Leute dahin gekommen sind mit Palästina-Flagge, offensichtlich Leute mit Migrationshintergrund, die dann von der Demo verbannt wurden. Weil das dann auch wieder nicht in den Kram reinpasst, so, weißt du, wie ich meine? Das ist dann aber nicht, das ist so, das dann nicht gegen rechts, sagst du, wa? Das ist so ein lächerlicher Verein, ey, das ist, also die verarschen uns die ganze Zeit von vorne bis hinten. Und wir ja, fuck. Die erste Aktion findet in Berlin im Regierungsviertel statt. Zu der Kundgebung unter dem Motto Wir sind die Brandmauer sind laut Polizeiangaben mehr als 150.000 Menschen gekommen. Auch Bilder teilweise gefaked und so, habe ich gehört, wo mehr Leute rein gefotoshoppt wurden und die Zahlen übertrieben dargestellt wurden. So wie die Zahlen bei der Corona-Demo runter manipuliert haben, haben die Zahlen, oder bei dem Bauernprozess, haben die Zahlen bei diesen Demonstrationen hoch manipuliert. Das ist alles. Wochenende sind wieder viele Kundgebungen gegen die rechtsextremistischen Feinde unserer Demokratie geplant. Guck mal den Maniak an. Der seelenlose Scholz, Bro. Ich finde das richtig und gut. Siehst du? Spätestens das ist das Stichwort, aufzuwachen und zu sagen, oh shit, da stimmt irgendwas nicht. Am Sonntag wurde bei einer Protestdemonstration auf dem alten Markt. Da waren sie doch hier, Baerbock und Schulz. In Potsdam ein klares Zeichen gegen rechts gesetzt. Nichts davon ist harmlos, nichts davon ist bürgerlich und nichts davon dürfen wir dulden, meine Damen und Herren. Nichts davon. Überall da, wo wir sind, müssen wir diese Demokratie vor den Feinden der Demokratie bewahren. Welche Demokratie? Diesen Menschen, die sich von der AfD und anderen Rechtsextremen bedroht fühlen.
All diesen Menschen sagen wir als demokratische Mitte des Parlaments heute in aller Deutlichkeit und Klarheit, wir passen auf euch auf. Ihr seid... Digga, das ist so heftig, wie diese ganzen Sachen immer instrumentalisiert werden, so, weißt du, wie ich meine? Ich bin sehr kritisch, was diese ganze AfD-Geschichte angeht, so, weil ich auch glaube, dass die Jungs innen auch auf eine gewisse Art und Weise einfach Teil des Plans sind und Teil des Orchesters sind, was uns vorgespielt wird, so. Und ich auch glaube, dass es, ja, dass da noch einige Leute ihren Aufwachmoment haben werden, auf jeden Fall. Aber genauso wie die AfD-Jungs innen dann Corona und diese ganzen Sachen instrumentalisieren, um die Leute auf ihre Seite zu bringen, so, nutzen die Leute von der anderen Seite jetzt genau diese Demonstration, um wieder Leute auf deren Seite zu bringen. Das ist alles Marketing und Business, meine lieben Freunde. Da geht es nicht um Menschlichkeit, da geht es nicht um das Volk, da geht es nicht um Zusammenhalt, da geht es nicht darum, dass es uns gut geht, dass richtige Entscheidungen getroffen werden, damit wir langfristig ein stabiles Volk haben, so. Da geht es einfach nur darum, dass die Leute, die da stehen, wieder gewählt werden wollen, so. Und die nutzen alles dafür, oder zum ersten Mal gewählt werden wollen. Und die nutzen halt alles dafür, um euch auf deren Seite zu holen, so. Das ist Business. Teil dieses Landes und wir stehen an eurer Seite. Das heißt, dass man sich gegen der Bestrebung, diese Demokratie, diesen Rechtsstaat abzuschaffen, tatsächlich zur Wehr setzen muss? Sage bitte, keiner habe es nicht gewusst. Wir sind die Zeugen unserer Zeit und wir sind weder bei den Anfängen, wir sind mittendrin. Der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten. Lässt er seinen Geist verkümmern, seine Gedanken manipulieren oder folgt er seiner Bestimmung? Die Macht ist groß, aber aufgeben keine Option. Es lebt Bam. Der Widerstand. Durch dich, mit uns, für euch. So. Geil, was ist das denn? Öffnen sich Türen. Wie unsere Augen und Herzen. Willkommen. War das von denen selbst gemacht oder was? Feier ich. Erstens. Willkommen im Widerstand, Digga, wir sind da. In meinen Augen ist das Ganze ein riesen Ablenkungsmanöver. Es ist kein Zufall, dass vor einigen Wochen noch die größten Bauernproteste, ja, der BRD stattgefunden haben. Ein legitimer Protest, ja, gegen die Regierung, gegen die technokratische Übernahme sich auf den Straßen breit gemacht hat. Unmut gegen diese miesen Zustände im Lande sich breit kundgetan hat. Und dass jetzt gerade dann auf einmal ein Leak von Korrektiv inszeniert, würde ich sagen, in die Öffentlichkeit gelangte und auf einmal die gesamte, ja, das gesamte Land mobilisiert werden soll, um gegen rechts zu demonstrieren. Die Bauernproteste waren das eine. Ja, das ist, und die schaffen es halt auch immer wieder, ne? Die hauen so einen Leak raus, schön die Emotionen der Gesellschaft auslösen, damit die Jungs innen dann das machen, was die auch wollen, dass sie tun, so. Das ist alles immer viel deeper, als die Leute denken, weißt du? Man darf nicht immer nur gucken, was vor den Augen passiert. Man muss einfach einmal ganz kurz mal auf die Bremse treten und sich nicht immer direkt emotionalisieren lassen. Auf die Bremse treten und einfach mal kurz abwarten und kurz mal 2-3 Dinge mehr sich reinziehen. Und dann versteht man eigentlich auch schon. Was ist mit den ganzen Energieproblemen im Lande? Was ist mit der Inflation? Was ist mit der Epstein-Liste? Was ist mit Nord Stream? Was ist mit Gaza? Was ist mit dem Krieg in der Ukraine? An so. Allen Fronten bröckelt es, ja, aber wir müssen uns jetzt gegen diese vermeintlich riesengroße Gefahr von rechts, ja, solidarisieren und... Ich schwör's, der hat den gut auf den Punkt gebracht, ne? Allen zeigen, dass wir die Guten sind, dass wir aufrechte Demokraten sind, ja, die jetzt, ja, auf die Straße gehen müssen. Die Bauernproteste, das war ein legitimer Kampf. Das war ein legitimer Kampf, ja, gegen eine Übernahme der Technokratie, gegen eine Übernahme der Elitenherrschaft im Namen des Klimaschutzes, die auf die große Transformation hinarbeitet. Diese Proteste mussten gekontert werden. Man musste etwas dem entgegensetzen. Und da bietet sich natürlich an, ja, dieses Schreckgespenst der Nazis wieder zu reaktivieren und zu sagen, diese Proteste, die absolut legitim waren und legitim sind, ja, auf gewisse Weise zu framen. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung Du bist ein Hauptgrund dafür, dass die überhaupt
dass die AfD und diese ganze rechte Bewegung quasi überhaupt so viel an Zuspruch gelangt, Digga, weil ihr Vollidioten nichts auf die Kette bekommen habt, Mann. So, von Anfang an bis heute. So dass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint. Symbolisch und gefühlt ist das, was jetzt passiert. Sorry, Digga, aber das muss auch mal gesagt sein, weißt du? Auch eine Art Antwort auf diese Proteste. Und weswegen das so relevant ist, darüber werde ich noch sprechen in den nächsten Punkten. Die Demokratie wird eigentlich von der Technokratie, von der Elitenherrschaft, von der Herrschaft des World Economy Forums zum Beispiel oder anderen Foundations. Foundation in Manhattan. Und supranationalen Netzwerken ausgehöhlt. Ja, aber jetzt ja, sollen wir auf einmal für die Demokratie auf die Straße gehen. Das ist absoluter Hohn, das ist Neusprech, das ist absolute Pervertierung, die hier stattfindet. Punkt 2 ist, weswegen ich nicht auf die Straßen gehe, weil diese Proteste dazu dienen, das System zu stützen. Und jetzt will ich ein wenig ausholen, um klarzumachen, was für eine Rolle die rechten Parteien eigentlich spielen. Seit 10, 20... Da bin ich gespannt jetzt. Jahren ungefähr gibt es eine Erstreckung dieser rechten Parteien in Europa erst und dann vor allem ganz vehement in USA durch Donald Trump. Und die Leute haben oftmals ein Kurzzeitgedächtnis, ja? Aber ich verfolge das Ganze schon seit 20 Jahren und ich kann eins sagen, das System, ja, die sogenannte westliche Demokratie, aber auch die Medienlandschaft hat in den letzten 10, 20 Jahren unfassbar an Glaubwürdigkeit, an Legitimation eingebüßt. Und Legitimation ist die wichtigste Währung für Herrschende. Und das wissen die Herrschenden auch. Und deswegen muss man irgendwie diese Legitimation zurückgewinnen. Und was bietet sich da besser an, als ein Feind, ja, ein Feind der Demokratie, ein Feind dieser besten aller Ordnung herbeizuschreiben? Ja, Siehst du, das ist das gleiche Spiel auf beiden Seiten so. Die einen nehmen die Migranten als Feinde, die anderen nehmen die Rechten als Feinde. Groß zu machen, um dann sich selbst in einem besseren Licht erstrahlen zu lassen. Ich habe mir die Frage gestellt, was wäre eigentlich, wenn diese rechten Parteien, ja, wenn Trump zum Beispiel nicht, ja, auch dieses rechtsextreme Gedankengut tragen würde. Das heißt, wenn man nicht gegen Ausländer, gegen Migranten, gegen Flüchtlinge hetzen würde, wenn es diesen Nationalismus nicht gäbe, ich glaube, und wenn es nicht diese billige Sündenbock-Mechanismen gäbe, ja, also rechte Parteien werden ja groß dadurch, ja, dass man für die komplexen Probleme, die es gibt, einfache Lösungen präsentiert. Ja, der Ausländer ist schuld, hieß es früher. Jetzt ist der Flüchtling, der Migrant schuld, ja, und in den USA sind eben, ja. Viva la Mexico, sind's die Mexikaner, Digi? Die vom Süden herkommen, über Mexiko, über die Grenze, die sind schuld. America First heißt es dann. Wenn man dieses Narrativ nicht, ja, immer wieder reaktivieren würde, wäre es dann nicht eine echte Opposition, weil man eben auf die wahren Probleme aufmerksam machen würde und nicht auf dieses Feindbild? Und würde das nicht dazu führen... Was man halt ganz klar dazu sagen muss, dass es meiner Meinung nach geht es auch nicht nur darum so, weißt du, wenn man mal kurz... Du musst einfach mal schauen, was für Vollpfosten in Amerika und was für Vollpfosten in Deutschland gerade in der Regierung sitzen, weißt du? Die können nicht mal reden. Die können nicht mal 2, 3, 4, 5 Sätze geradeaus reden, die Sinn machen so. Können die nicht. Die sind seelenlos, Digga, du fühlst da nichts. Biden kann nicht mal laufen, kippt um bei jeder Rede und so ein Scheiß. Die können ja nicht mal vernünftig artikulieren. Kein Mensch hat das Gefühl, dass es irgendwie ein Vertreter von jemandem sein könnte oder so. Weißt du, wie ich meine? Genauso bei Olaf Scholz. Und deswegen, die Jungs, die zum Beispiel jetzt der Trump, der kann sich halt vernünftig artikulieren. Der geht halt auch in Podcasts und in Interviews, wo der vernünftig ganz normal redet wie einer von uns und dadurch natürlich auch viel mehr Nähe zum Volk hat im Endeffekt. Weißt du, wie ich meine? Es ist klar, dass so eine Leute viel besser ankommen im Volk als die Leute, die wir jetzt gerade da aktuell am Start haben. So, weißt du? Das ist ganz klar. Man bei viel mehr potenziellen Wählern, ja, eine wählbare Alternative darstellen würde. Also ich wage zu behaupten, dass wenn die AfD, ja, nicht so xenophob, nicht so fremdenfeindlich wäre, dann wäre sie bei vielen, vielen mehr wählbar und sogar bei... Safe, Digga. Wenn die AfD nicht diesen Migranten, diesen Anti-Migranten, Anti-Moslem-Film schieben würde... Oh, dann wären die noch viel, ich glaube, dann würden die noch viel krassere Umfragewerte haben und so ein Shit. Also, weil, wenn die sich
quasi beschränken würden auf diese ganzen Sachen wie die Corona-Thematik zum Beispiel, diese ganze LGBTQ, diesen ganzen Humbug, der da verzapft wird, so auch mit der Energiegeschichte und so, wenn die sich darauf konzentrieren würden, dann würden die, glaube ich, noch mal viel mehr Stimmen bekommen als aktuell so, weil es gibt halt viele Leute, die ja, die davon dann sehr abgeschreckt sind, von dieser Anti-Migranten, Anti-Muslim-Haltung. Und es gibt halt aber auch sehr viele aufgeweckte Leute mittlerweile, also viele, naja, es ist ein kleinerer Teil, aber es gibt auch sehr viele aufgeweckte Leute, die ganz genau wissen, wie die Politik funktioniert und dass es immer wieder eine Opposition geben wird, die euch Dinge verspricht und euch sagen wird, dass wir alles besser machen und so, um euch auf deren Seite zu holen. Und wenn die dann an der Macht sind, dann sind das genau so eine, dann sind das genau so eine Marionetten wie die Regierung vorher auch im Endeffekt. Und der langfristige Plan wird der gleiche bleiben, so. Weil der langfristige Plan wird eh nicht von den Politikern entschieden. So. Das muss man halt mal verstehen. Migranten zum Beispiel. Apropos Migranten, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wie Scholz, ja, der Scholzomat Gefühle gezeigt hat. Und was. Der Scholzomat, Digga. Was versucht Scholz? Scholz versucht, die Migranten, ja, die abgestoßen sind wegen dieser Gaza-Problematik, und darüber werden wir sprechen, zurückzugewinnen, indem er sagt, ihr gehört zu uns. Was wir jetzt erleben in Zukunft, ja, ist ein legitimer Aufstand gegen die Übernahme einer technokratischen, ja, globalen Elitenstruktur. Und gegen diese Machtübernahme wird es Proteste geben. Und diese Proteste müssen geframed werden. Diese Proteste müssten. Die werden dann immer rechts-Nazi-mäßig geframed, ja, Digga, das ist halt. Weltweit in einem bestimmten Licht erstrahlen. Und deswegen musste es diese erstarkende Rechte geben. Es muss auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Bevölkerung dieses Gespenst, ja, der Nazis unterwegs sein, damit sozusagen dieser legitime Protest kontaminiert wird. Und ich glaube, das ist krass, Digga. Das ist sehr, 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 sehr krass ausgedrückt. Genauso, ja, Digga, genau so ist es. Genau so ist es, Alter. Da, wisst ihr, wie viele Leute nicht auf die Straße gegangen sind? Auch Kennex und so zum Beispiel während der Corona-Zeit, weil die in den Medien geframed haben, dass das nur rechte Nazis sind? So. Somit, die halten das aufrecht. Ihren Scheiß, den die durchziehen, halten die damit aufrecht, so. Weißt du? Das ist sehr, sehr krass und ekelhaft geplant. Der wesentliche Punkt. Hier geht es um eine Kontaminierung legitimer Anliegen der Bevölkerung. Kontaminierung legitimer Anliegen der Bevölkerung. So, besser kannst du es nicht ausdrücken. Die Jungs sind echt intelligent. Also ich finde, die machen echt gute Beiträge. Und es wird in Zukunft noch weiter voranschreiten. Das wird immer mehr werden. Und das ist etwas, was worauf die etablierten Parteien auch setzen. Ja? Genauso auch in der Medienlandschaft. Da sehen wir es ja genauso. Ja, da formiert sich jetzt so viel gute alternative Presse, alternative Medien auf YouTube und auch sonst wo, Nachdenkseiten zum Beispiel. Wo es man versucht ist, einfach daraus eine große braune Suppe zu machen. Ja, ist so. Aber viele von den Alternativen, die haben sich halt natürlich auch um den Finger wickeln lassen von diesen ganzen AfD-Geschichten, so, weißt du, wie ich meine? Das ist halt leider auch wirklich Facts. Also viele von den Leuten, die ich mir auch reingezogen habe, die in der alternativen Bubble unterwegs sind, die lassen sich da echt vor den Karren spannen auch. Der Front findet statt. Das ist alles Extreme. Und das kann man vor allem in Deutschland gut machen, weil Deutschland ja wegen seiner Vergangenheit eben ja alles, was rechts ist, gleichzusetzen ist ja mit dem Teufel. Und deswegen wird es in Zukunft ein leichtes sein für die Etablierten, für die Eliten und auch für die Legit Media, also für die etablierten Massenmedien, alles an legitimer Kritik in den Zuständen als rechts zu framen. Und da mache ich nicht mit. Ja, ich gehe nicht gegen so eine Chimäre auf die Straße, um das System zu stützen. Und dafür kommen wir zum dritten Punkt, und das ist etwas, was unfassbar wichtig ist. Und zwar der sogenannte Wippschaukeleffekt. Ja, das ist eine Art Propagandatechnik. Und zwar ist es so, dass umso dunkler wir die Rechten, ja, den Feind darstellen, desto heller erstrahlen die Etablierten. Desto glaubwürdiger sind sie. Ja. Das heißt, in den USA haben wir das gesehen. Regisseure, Filmstars, Popstars, alle sozusagen, auch alternative
Anführungszeichen coole, berühmte Persönlichkeiten haben sich gegen Trump gestellt und damals von einer Schicksalswahl gesprochen. Aber was passiert denn dann? Ja? Was passiert ist, dass Joe Biden an die Macht kommt, diejenigen, ja, die durch Kriege im Nahen Osten und Mittleren Osten, die durch sozusagen ihre miese ökonomische Politik erst zu den Verwerfungen sozusagen beigetragen haben, auf einmal in einem besseren Licht erstrahlt. Mary sagt, das Schlimme ist, dass man niemanden mehr von denen vertraut. Meinst du von den Politikern? Ja, das war, glaube ich, noch nie anders gewesen. Weißt du? Wichtig wäre jetzt mal, dass die Leute sich mal wieder anfangen, selbst zu vertrauen. So. Und dem Nächsten, Alter, vielleicht dem Nachbarn oder Leuten wie uns, wie hier in der Öffentlichkeit, den Jungs, mir. So. Wir sind die, wo es darauf ankommt. Das ist Selbstverantwortung. Wir sind selbstverantwortlich. Wenn ich sozusagen auswählen kann zwischen Trump, ja, diesem Anführungszeichen Irren, ja, Orange Man, und ja, einer Hillary Clinton oder Joe Biden, ja, dann wähle ich eben, ja, das geringere Übel. Ja, safe. Das ist eine Taktik, die hier auch in Deutschland angewandt wird. Wenn wir die AfD als... Also ich finde, wenn man nicht tief in die Recherche reingeht und nur oberflächlich guckt, so, dann finde ich den Trump auch gar nicht so schlimm, Alter, ehrlich gesagt. Der sagt viele Sachen, die ich auch so denke und fühle. Ist aber bei den AfD-Leuten teilweise halt auch so. Außer was diese Migrantengeschichte und diese Anti-Moslem-Haltung angeht, so, da bin ich halt komplett dann raus. Aber zur Corona-Zeit waren das auch die Einzigen, die die Wahrheit gesagt haben. So. Aber das haben die natürlich auch bewusst gemacht, um Wählerstimmen abzugreifen. Weißt du? Aber wenn man nur oberflächlich guckt und nicht einen Schritt weiter denkt, wie beim Schachspielen zum Beispiel, dann sind die definitiv eine bessere Wahl als die anderen. So. Sagen die Ausgeburt, ja, des Teufels, ja, oder als eine Art Wiedergeburt Nazi-Deutschlands, ja, des Dritten Reichs und des Vierten Reichs jetzt. Das hochstilisieren, dann erstrahlen ja, so Scholzomaten und Baerbock und Habeck, ja, die von den Medien auch noch hochgeschrieben und hochgejatzt werden, in einem umso helleren, strahlenderen Licht. Das ist Propaganda, das ist billig und da mache ich nicht mit. Und ich bin kein Rechter, überhaupt nicht. Aber diejenigen, die dir... Doch, du bist rechts, Digga, wenn du sowas sagst. Ganz eindeutig. So wie ich. Sind diejenigen, die erst ermöglicht haben, dass diese Rechten immer größer geworden sind. Das ist die Politik der letzten 20 Jahre, die verantwortlich zeichnet für das Erstarken rechtsextremer Positionen. Haltung der Alternative für Deutschland. Es ist oftmals die Ökologie. Ja, die haben das ausgelöst. Wenn es, wie ich das vorhin auch gesagt habe. Wenn es schlechter geht, ja, dann wählt man extrem. Und das ist keine Sache, die jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis ist, sondern das wiederholt sich schon seit Jahrtausenden. Das, was wir seit. Oder Jahrhunderten. Von Jahren erleben. Wenn es den Menschen schlechter geht, ja, dann tendiert er dazu, eben Rattenfängern. Ja, auf. Was denkt ihr, wie Adi an den Start gekommen ist? Zu gehen. Und genau das erleben wir jetzt auch. Diese etablierten Parteien, Anführungszeichen, so die ehemaligen Volksparteien, ja, oder dieses, man sagt auch der linksgrüne Block, wobei es überhaupt nicht links ist, was die machen. Ja. Es ist vor allem eine neoliberale ökonomische Politik. Ja. Es ist immer, das, die Leute haben auch ein Problem, das zu verstehen. Ich will ein für alle mal klarstellen. Die Politik, ja, auf die es wirklich ankommt, und es ist auf allem die Wirtschaftspolitik, die ist durch und durch rechts. Die Außenpolitik jetzt ist durch und durch rechts, ja, wenn es um Militarismus geht, um Aufrüstung geht, wenn es darum geht, in Kriegsgebiete Waffen zu liefern. Mhm. Das ist rechte Politik. Wir haben eigentlich schon, ja, rechte Parteien an der Macht, die aber, und das ist eben der Trick an der ganzen Geschichte, ja, als links geframed werden. Ja, und das ist auch der Grund, warum dieses Rechts-Links-Thema eigentlich gar nicht mehr am Start ist, so. Das gibt's gar nicht mehr richtig, weißt du? CDU, Linke, Grüne, SPD, Bro, ist alles derselbe Haufen geworden, so. Da gibt's gar keinen richtigen Unterschied mehr, Mann. Die Grünen, die treiben zum Krieg an, weißt du, was ich meine? Das musst du dir mal überlegen, so. So angeblich die Antikriegspartei schlechthin gewesen, so. Es ist. Und dann auch das. Das ist ein Affentheater, das ist ein Puppenspiel, das ist crazy. Rechte, legitime rechte Positionen, ja, kulturell rechte Positionen zu verteufeln. Diese Parteien sind insofern links, als sie kulturell links sind. Das heißt, wenn es um Wokeness geht, ja, wenn es um das Familienbild geht, ja, wenn es um kulturelle Anliegen geht, sind diese Parteien schon links. Ja, linker als früher, definitiv. Ja, und man vermischt diese zwei Dinge, ja, und sorgt dadurch für Chaos.
insofern frage ich mich jedes Mal, was dieses eigenartige Links-Rechts-Denken sein soll. Links-Rechts, diese Art von Spaltung dient nur dazu, um die Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzuspielen. Dankeschön. Um auf das wesentliche Problem nicht zu sagen... Jeder, der ein bisschen nachdenkt, der kommt auf denselben Entschluss. So, alle. Es gibt keinen von den Leuten, die ich auch wirklich respektiere, so, ob es ein Ken ist, ob es ein Ganser ist, ob es die Grenzgänger sind, ob es ein Belasch ist, Digga, ob es ich bin, Digga. Es gibt keinen, der Ernst Wolf, wie jeder normal Denkende, der so nachdenkt und sich nicht emotionalisieren lässt, kommt auf denselben Entschluss. So. Aufmerksam machen zu müssen, oder um abzudenken vom Wesentlichen. Und das ist eigentlich ein Kampf zwischen oben und unten. Ja, und das soll nicht gesehen werden, das soll verschleiert werden durch diese Amerikanisierung unserer Verhältnisse. Ja? Wo es nur noch zwei Pole gibt, die Linken gegen die Rechten, wobei das ein kultureller Kampf ist, der stattfindet. Der wahre Kampf aber, der ökonomische Kampf, der mehr oder weniger schon entschieden ist. Weil auch die AfD in dieser Hinsicht eine rechte Partei ist. Auch die AfD. Er hat eine rechte Wirtschaftspolitik, ist eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Auch die AfD ist eine Partei, die keine Friedenspartei ist. Die AfD ist eine Partei, und das haben wir auch gezeigt, die in vielerlei Hinsicht eine Kriegspartei auch ist. Facts. Der vierte Punkt. Proteste werden organisiert, veranstaltet, ausgetragen gegen die Herrschenden. Jetzt haben wir dieses eigenartige Bild, dass die sogenannten Protestler auf die Straße gehen und dann neben so Leuten wie Baerbock und Scholz stehen. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, ob das echte Kämpfe sind, ob das echter Widerstand ist. Ist es nicht. Genauso nicht wie die Klimakleber, die sich auf die Straße kleben, Digga. Und im Endeffekt auch Hand in Hand mit dieser komischen Politik sind. So. Das ist es nicht. Das ist geheuchelt. War das, was das System möchte. Das ist das, was das System möchte, ganz genau. Man möchte, dass man jetzt auf die Straße geht und dann macht man es. Ich finde, der hat das richtig gut beschrieben, auch mit diesem, dass das so direkt auch nach diesen Bauernprotesten kommt, wo wirklich das Volk und die Bauern auf die Straße gegangen sind und was organisiert haben gegen das Establishment quasi, so weißt du, wie ich meine? Und dass die jetzt diese Demonstrationen und Proteste gegen rechts dafür nutzen, um dem Establishment wieder Macht zu geben, so. Fuck, Bro. Und es ist eben kein echter Protest. Und dann... Ich finde das gut, Mann. Der Shit muss Reichweite bekommen, weißt du? Sowohl bei mir als auch bei denen und so. Das ist wichtig, dass das Volk endlich mal diese Sachen auch versteht, so. Wenn das einmal richtig angekommen ist und wenn das mal richtig durchsickert, so, dann haben wir wirklich eine Chance auch. Wenn da so Plakate stehen wie Wehret den Anfängen, und man auf gewisse Weise Sophie Scholl als eine Art Vorbild in Erinnerung ruft, dann ist das absurd. Gegen was ist Sophie Scholl vorgegangen? Ja? Sophie Scholl hat aufbegehrt gegen die Herrschenden, gegen diesen menschenverachtenden Apparat. Und hat mit ihrem Leben bezahlt. Was machen die Leute? Im Gegenteil, wenn sie jetzt auf die Straße gehen, dann zeigen sie dass sie zur Masse gehören, dass sie zum Mainstream gehören, dass sie zu den Guten gehören. Das heißt, diejenigen, die sich dagegen auflehnen, aufbegehren, das sind ja eigentlich diejenigen, die Widerstand zeigen. Und das ist eine grundsätzliche Sache. Ich glaube nicht, dass das, was in den letzten Jahrzehnten in Deutschland passiert ist, für das Wohl der Bürger war. Ich glaube, Deutschland wird, ob bewusst oder unbewusst, gegen die Wand gefahren. Ja. Facts. Bewusst, meiner Meinung nach. Deswegen werde ich niemals auf die Straßen gehen mit den Politikern Seite an Seite, die verantwortlich sind, dafür, dass Deutschland an die Wand gefahren wird. Da mache ich nicht mit. Und ein sehr wesentlicher Punkt ist auch, welche Funktion diese Proteste erfüllen. Und zwar das Phänomen Rally Around the Flag. Und das bedeutet, dass wenn es einen äußeren Feind gibt, und hier wird eben der Feind als die rechte Gefahr dargestellt, dann... Ich höre dem voll gerne zu, sage ich dir ehrlich so. Bei diesen Grenzgänger-Videos, Digga, da bin ich auch richtig so drin. Ich finde auch die Artikulationsart und Weise, wie er das auch sagt, weißt du, ist sehr intellektuell, sehr intelligent und sehr schön auf den Punkt gebracht so.
gemischt mit Schwurbelei, Digga, besser geht nicht. Spaß, aber ihr wisst, was ich meine, weißt du, wie ich meine, oder? Ich fühle die Jungs komplett. Was die Herrschenden gerne machen, ist dann, dass man die Leute um sich scharrt, ja? Denn, wie heißt es so schön, wenn der Feind bekannt ist, ja, dann hat der Tag Struktur, ja? Die Menschen scharen sich quasi um, sozusagen die Herrschenden, ja, um dem Feind zu begegnen. Ja, das ist ja wohl bekannt in den USA, wenn Kriege stattfinden, da wird der Präsident gewählt. Ja, und wer jetzt den Präsident oder eine wahre Opposition darstellt, der ist ein Vaterlandsverräter. Genauso ist es auch hier. Wir haben einen äußeren Feind, ja, und den zeichnen wir als unfassbar böse. Und das führt dazu, dass die Menschen auf natürliche Weise, ja, sich zusammentun, ja, und sich um die Flagge scharren, um die Ideologie, um die Erzählung scharren, um eben, ja, Solidarität, ja, zu demonstrieren und zu zeigen, ja, dass man eigentlich auf der richtigen Seite ist. Aber ich bin auf der Seite von Politikern wie Habeck, Scholz und Baerbock. Und weil ich, es gibt keine Seite. Die Mitte ist das Wichtigste. Deine eigene Mitte so. Es gibt keine Seite, du musst dich nicht entscheiden. Es gibt nicht rechts oder links. Für oder gegen, gibt's nicht. Gibt's nicht. Das sind alles Mittel, um dich abzulenken von dem, was eigentlich dir Macht geben würde. Dass das Protagonisten sind, ja, die Deutschland Schaden zufügen. Der fünfte Punkt, warum ich jetzt nicht protestieren gehe, und betonlich auch jetzt, ja, vielleicht gehe ich ja bald gegen rechts auf die Straße, aber nicht jetzt, wenn die Politiker dazu aufrufen. Genau so ist es, Digga, da bin ich dann auch eventuell dabei. Politiker sind, die zu den Protesten aufrufen, die Heuchler sind. Was dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzt, ja? Wenn Scholz treu doof versucht, zu sagen, die Sympathien derjenigen... Du bist nicht so laut auf einmal, Digga, war das die ganze Zeit so? Nee, ne? Er hat ja nicht Migrationshintergrund, sondern mit Migrationsgeschichte. Derjenige mit Migrationsgeschichte versucht da die Sympathien zu gewinnen, ja, und zeigt Mitleid, wie schwer es doch fallen würde, wenn man jetzt mit solchen Deportationsplänen konfrontiert ist. Und dieser Scholz hat bedingungslose Solidarität gefordert und gezeigt und an. Für Israel, ganz genau. Mal für Israel, für einen rechtsextremen, fanatischen Terrorstaat, der einen Genozid an einem, und das passt in diesem Kontext, an einem muslimischen Volk. So, Free Palestine an der Stelle. Und dieser Olaf Scholz und diese Politiker, die diese Rechtsextremen und Israel unterstützen, für die soll ich auf die Straße gehen? Ist das glaubwürdig? In meinen Augen sind das Heuchler. Und wenn jetzt die Proteste von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die gegen den Genozid organisiert werden, wenn die verboten werden und gleichzeitig dann protestiert wird gegen etwaige Deportationen, dann... Das ist eine Heuchelei. Der springende Punkt für mich folgender. Man versucht... Erstens zu sagen, auch von diesem Krieg in Gaza abzulenken. Man versucht, die Migranten wieder für sich zu gewinnen, indem man eben diese Nazis AfD als das schlimmere, als das größere Übel darstellt. Und da mache ich nicht mit. Und vor allem füge ich mich nicht den Herrschenden, wenn sie entscheiden, welche Proteste gut sind und welche schlecht. Ein bisschen schneller geht, ne? Was war während der sogenannten Pandemie? Ja, als Menschen ist so. Auf die gegangen sind. Echte Demokraten mit dem Grundgesetz in der Hand. Und sorry, Dicker, da sollte ich nicht schnell machen, Dicker, das ist mein Thema hier. Sorry. Für die Einhaltung der Rechte, dann wurden diese geframed als rechts und verteufelt und als Querdenker diffamiert. Und OG von denen bin ich, Dicker. Ihnen wurde gedroht, dass man ihnen die Rechte entzieht. Und dann wurden diese Rechte auch de facto entzogen. Ja, man hat den Menschen das Leben... Man hat die vergrault auch teilweise. Wenn ich mir einfach so überlege, Digga... wenn ich mir so überlege, zum Beispiel, das habe ich letztens, hat der Belasch das auch angesprochen in seinem Livestream, wenn ich so überlege, dass einfach ein Ken Jebsen quasi aus dieser Medienlandschaft verschwunden ist. Deswegen eigentlich so. Weil die den rausgeekelt haben. Videos gesperrt, Kanal gelöscht, dies, das, bla bla bla.
Das musst du dir mal reinziehen, Alter. Meiner Meinung nach ist das einer der wichtigsten Menschen gewesen in diesem politischen Spektrum, vor allen Dingen was den Widerstand angeht, so, weißt du? Der Kanal, KenFM, der war riesig, Digi. Da war so viele geile Interviews, Talks mit Ganser, mit dem. Ich habe da so viel gesehen zum ersten Mal, so viel gelernt auch und das war so wertvoll, weißt du? Und dass der einfach nicht mehr... Ich würde mich mal fragen, wie das aussehen würde, diese ganze Landschaft auch von den alternativen Medien und so, wenn der Bruder noch am Start wäre, weißt du? Was der sagen würde auch zu diesen ganzen Sachen wie Israel, Palästina, zu diesen ganzen Demonstrationen, die jetzt abgehen, zu AfD, zu dies, zu das, das finde ich sehr, sehr traurig. Schwer gemacht, wie man es so konnte. Und dann wurden sogar Demonstrationen verboten, ja, wegen des Gesundheitsschutzes. Dann aber, als man im Kontext von Black Lives Matter auf die Straße gegangen ist, da hat man das unterstützt und da hat spielt. So, da ging es dann auf einmal so. Da war dann kein Abstand und keine Masken mehr. Abstandsregelungen und Masken und alles keine Rolle mehr. Das heißt, es gibt gute Proteste und schlechte Proteste. Und gute Proteste sind oftmals diejenigen, hinter denen Geldern stecken von so Leuten wie George Soros, der Open Society Foundation oder anderen Thinktanks und global organisierten Foundations. Und jetzt haben wir es ähnlich wieder. Bauernproteste schlecht geframed, ja, und diese Proteste gegen AfD sind gut. Da mache ich nicht mit. Ich kann verstehen, wenn Menschen, die nicht informiert sind, auf die Straßen gehen. Ja, es fühlt sich ja auch gut an. Man macht endlich was gegen diese braune Gefahr. Und wahrscheinlich ist da auch eine Gefahr. Wahrscheinlich ist es auch nicht harmlos. Ist so. Aber die Hintergründe sind wichtig. Da passiert. Aber der Punkt ist, ja, dass man sich... Wer ruft dazu auf so? Warum wird das getan? Das ist immer das. Mentalität. Es war auch wichtig, mal für Schwarze auf die Straße zu gehen bei Black Lives Matter so. Aber da musste man auch wieder sehen, wer da eigentlich dahinter steckt und was eigentlich so der tiefere Grund dafür war. So, weißt du? Und wie das finanziert wurde teilweise und was da alles veranstaltet wurde. So. Diese Sachen werden halt genutzt und gegen uns instrumentalisiert dann wieder im Endeffekt. Deswegen muss man immer aufpassen, was man tut und mit wem man tut und wo man tut und so. Es ist heutzutage echt nicht einfach. So. Man muss da echt seine Augen aufmachen. Aber eigentlich ist es einfach. Eigentlich muss man seine Emotionen einfach mal unter Kontrolle bekommen, einfach mal ruhig bleiben, erstmal einen Schritt zurück machen, das ganze Thema beobachten und dann wirst du eigentlich ganz schnell merken, was du kannst und was du nicht kannst. So. Was gut ist, was nicht gut ist, beziehungsweise wer zu was aufgerufen hat und was die Hintergründe sind im Endeffekt. Lässt. Der Punkt ist, dass man nicht versteht, ja, was für eine Funktion diese AfD und diese Rechten erfüllen. Der Punkt ist, dass die AfD keine echte Opposition ist. In meinen Augen ist die AfD eine Art gelenkte Opposition, die notwendig ist, um legitime Anliegen zu kontaminieren. Das ist die wichtigste Funktion. Ja, weil wenn man dann jetzt auch ja, diese AfD als Nazis bezeichnet und sagt, dass das die absolut größte Gefahr für Deutschland ist, dann wird zwangsläufig jedes Anliegen, ja, was die AfD ja, in Opposition zu den Herrschenden vertritt, gleichzeitig mit kontaminiert. Und das ist eben die große Gefahr. Ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, ja, wie kommt es, dass die Partei groß wird? Was für eine Funktion erfüllen sie? Und spätestens während dieser Pandemie war es mir klar, ja? Wenn man diese massiven Transformationen, die auf uns zukommen, und es werden keine kleinen sein, ja? Wenn man die umsetzen, wenn man sie durchsetzen will, ja? Da muss man sie framen können. Und dafür braucht man eben eine Gefahr, ja? Die als absolut größtes Übel für Deutschland hochgejazzt wird. Die AfD ist nicht die Gefahr. Die Gefahr geht aus, ja, von Technokraten, die uns in Smart Cities stecken wollen, die uns zu Transhumanisten machen wollen. Klausi, Juval und Konsorten. Die uns in einem digitalen Überwachungsstaat kontrollieren wollen. Und das ist der springende Punkt, uns das verkaufen werden als Fortschritt, als Notwendigkeit. Die im Kontext des sogenannten Klimawandels sagen, das ist alternativlos. Das ist alternativlos, dass wir alle jetzt CO2-Kontingente bekommen. Und das ist eben der Trick an der ganzen Geschichte. Die gesamten Transformationen, die jetzt kommen werden, die werden nicht kommen, ja, mit großem Widerstand, ja, weil das, was kommt, notwendig sein wird. Genauso notwendig wie jetzt, ja, gegen diese rechte Gefahr auf die Straße zu gehen. Und diejenigen, die dem Folge leisten, werden glauben, sie machen das Richtige. Sehr stark auf den Punkt gebracht, sehr, sehr stark auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, ich mag diesen Kanal sehr und ich finde, der hat das sehr schön ausgedrückt, so. Hat sehr viele Sachen, die ich auch fühle, auch so gesagt. Und ja, schreibt eure Gedanken dazu mal unten in die Kommentare rein und ich will einfach dazu anregen, dass ihr euch ein bisschen Gedanken macht, so.
wirklich, das wünsche ich mir, dass Leute anfangen, sich wirklich wieder vernünftige Gedanken zu machen und sich nicht so leicht um den Finger wickeln lassen, weißt du? Sehr schön ausgedrückt, sehr schönes Video. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out.